gesagt. Ich meinte nicht ästhetisch. Gut, dass es jetzt nicht ästhetisch aussieht. Es sieht jetzt sehr ästhetisch aus. Es sieht höchst ästhetisch aus. Das Ding mit der doppelten Verneinung. Wie war das? Correctio? Correctio? Correctio ist auch eine rhetorische Figur. Ich hatte letztens erst eine Klausur geschrieben. Ich muss sowas Was für wissen. ein Ding? Wenn ein Ausdruck zu schwach ist, eine Korrektur eines zu schwachen Ausdrucks, das ist ein Correctio. Ja, das sind rhetorische Mittel. Sowas muss man Ja. wissen. Genau. Zumindest sagt das meine Deutschlehrerin. Dass man das wissen muss. Das muss man eindeutig wissen. Unbedingt. Muss das nie durchs Leben kommen, wenn das nicht weißt. Ja, dann ist aus. Nee, also, ne, wenn ich mir da so durchlese, so 200er-Liste mit rhetorischen Stilfiguren, mit IE bitte. Stil. Stil. Oh, da ist Kohle! Oh mein Kohle! Gott, man soll fucking basteln. Kohle! Kohle! Die Nacht ist gesichert, es ist Kohle! Kohle, Ich Kohle, kann mich in Kohle, meinem Haus Kohle, Kohle, Kohle. verbarrikadieren. Aber ich will es auch so, also jetzt so privat werde ich mich da einfach in dem Haus verbarrikadieren, auf den Desktop gehen und warten, dass irgendwas passiert. Also dass es zum Beispiel wieder Tag wird. Kann ich im Let's Play nicht machen. Wäre scheißen langweilig. Nur ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Aber du kannst natürlich machen. Nein, das wäre langweilig. Und deswegen muss ich mir was einfallen lassen. Und ich muss die Nacht, die Angst vor der Nacht irgendwie Ach, du musst bewältigen. Creeper jagen gehen. Oh, um Gottes Willen. Ja, kannst du den TNT bauen. Sand hast du ja schon. Ja, klar. Problemweise ist, das Problem an der Sache ist, die gehen bei mir immer in die Luft halt. Weißt du, ich krieg's einfach nicht hin. Der TNT ist ja eigentlich dafür gedacht, dass es in die Luft geht, oder? Ich Dachte ich. meinte die Creeper. Nicht Ach das so. TNT. Noch mehr Kohle. Irgendwas machst du falsch. I'm in love with Kohle. I'm in love with Kohle. Sehr schön. So. Man kann nie genug Kohle haben. Ja, weil einfach man kann nie genug Licht haben in Minecraft. Das ist einfach fürchterlich. Man kennt es ja aus dem richtigen Leben, ne? Man kann nie genug Kohle haben. Ja, allerdings. Man sagt Kohlen hier stehen. Falls ich mal Fackeln brauche. Hier neben meinem So. Rechner. Ja, also wenn ich mal Licht brauche oder Heizung, dann verbrenne ich einfach meinen alten Laptop. Ja, oder so. Es sieht ja ganz hübsch aus, aber ich glaube, ich hätte Angst, dass mir irgendwas reinfällt. Also so nachts drinnen könnte ich da nicht arbeiten, weil Da ich bauen eine hätte. Mauer und eine Tür draußen rum. Da kannst du gleich ein Haus weiterbauen, drumherum. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber mit Holz, weil Stein hast du ja noch nicht so viel. Natürlich Wenn du nicht. sowieso einmal im Wald bist. Ne? Jetzt, wo ich hier so im Wald bin, das ist doch praktisch. Ich mag Wald. Das war Total. alles geplant. Das war alles so gedacht. Wie denn auch sonst? Boah, ein Steinschwert. Wow. Dann bauen wir erstmal die Kohle ab. Und machen dann mal ein bisschen Holzkohle. Also wir buddeln mit Holz. Ja, wir buddeln dann so. Also ich habe mir einen Ofen gemacht, damit ich das Fleisch braten kann, damit mein Hunger besser gestillt wird. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, und das muss ich dann aber. Oh Gott, wie viel ist denn das? Oh Gott, das ist ja toll. Ja, das ist mindestens 100 Kohle auf einmal. Mindestens. Das sind 100 Stacks. 100 Stacks. Einem Flöz. Ich nehme 18. das mit Erde aufzu. Naja, fast. Muss ja auch alles ordentlich sein, ne? Naja, das nicht, aber Quantität über Qualität oder wie war das? Irgendwie so auf jeden Fall. Denn deine Hütte ist jetzt schon ästhetisch wertvoll. Findest du etwa nicht? Also dieser Ausguck da oben, das ist doch wundervoll. Wunderklärchen, Weil Bärchen. der hält schon so gut in der Luft. Wait, what? Was war das für ein Geräusch? Vielleicht war es eine mutierte Kuh. Ja, die kam gerade mit UFOs. So Abduction-like, weißt du? Ja. Brrr.
Da, 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 erst da. Haben sie die Kühe entführt und jetzt schicken sie es wieder zurück. Das wäre aber doof. Hör auf, da draußen zu hupen, dein Parkplatz wird trotzdem nicht frei. Mann. Ah, jetzt war ich erschrocken. Ah, mein Hack ist kaputt. Oh. Ja, das hat so komisch Klick gemacht. Ich habe dieses Geräusch noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich weiß auch nicht. Ich kenne keine Creeper, die gibt's in meiner Welt nicht. Das ist eine creeperfreie Welt. Du kannst ja gar kein TNT bauen. Ohne zu cheaten. Mist. Aber das geht dir wahrscheinlich dann auch hoch im Inventar. So geschickt wie du dich mit Sprengstoff anstellst. Mit Creepern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Geht dir das TNT im Inventar hoch. Guck mal, da ist Gravel. 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 Eins vergessen. Boop. So, Gravel. So, so staubsaugermäßig, wenn du da so viele Stücke rumliegen hast. Ja. Weg. Ja, wie auch sonst. Jo. So, erstmal nach oben Leben. Klettern. Hallo Welt, da oben ist ganz schön stickig. Kannst du mal mit Staubsauger auf den Kiesplatz gehen. So. Was passiert eigentlich, wenn man verrottet ist? Das kann man nicht. Okay. Ist ja schon verrottet. Macht keinen Sinn, das zu braten. Ach klar, verrottet mit ein bisschen... Weißt du, mit ein bisschen... Dings schmeckt alles. Was mache ich denn da jetzt hier? Ein bisschen Ketchup. Ja. So verrottetes Fleisch mit Ketchup. Ich mach gerade irgendwie was ganz komisches. So. Machst du jeden Stick einzeln? Achso, wollte ich schon sagen. Ich hatte irgendwie gerade einen Denkfehler. Du hast zwei Sticks zu wenig gemacht. Nein, warum? Doch genau gepasst. Ah! Acht. Okay, ganz schnell ausleuchten. Suddenly, night. Licht, Licht. Mach am besten auf jede Stufe eine Fackel. Man kann Licht. Ja nie. Nein, das ist Verschwendung. Man muss ja sicher gehen. So. Also in der Nähe spawnt schon mal nix. Bau mal oben drauf noch ein Licht hier auf dein Dings hier, auf deinen Wolfskrug. Hier nach oben klettern. So. Hm. Dann würde ich sagen. Machen wir uns daran, noch ein paar Bäumchen abzuhacken. Bäumchen abhacken ist immer gut, ja. Pff, mein Gott. Hast du auch einen Förster gefragt? Der liegt leider tot in der Ecke. Ach so. Na dann. Das tut mir auch leid für seine Frau. Wer war das? Weiß ich nicht. Das warst doch nicht du, oder? Nein. Was mache ich nicht? Hopp. Die ganze Sache was für ein bisschen, Luxus, ey. Jetzt gibt's sogar Stein. Die ganze Sache ein bisschen schneller geht. Ich hatte nämlich keine Lust, hier ewig zu hacken. Stein extra. Sobald nämlich irgendwas kommt, renne ich panisch weg. Wo rennst du da hin? Dein Loch. Und dann? Gute Frage, wo renn ich da hin? Dir hinterher. Und hilft dir bei den Minenarbeiten. Ja, siehst du, dann geht das doch. Ich hab echt nur Angst, dass mir eine Spinne auf den Kopf fällt. Das kann passieren, ja. Nein, das wäre nämlich eklig. So eine Minecraft-Spinne ist ja auch so genauso groß wie du, also... Ja, das ist ja das eklig. Das ist ja das Eklige daran. Oh, hör auf, ich hab Spinnenphobie. Oh. Seitdem klicke ich keine Links mehr von irgendwelchen Freunden an. Weil da hab ich mal einen Kumpel mit geärgert. Ja, mein kleine süße Suchthaus hat Nachricht bekommen. Achso, ja, das kenne ich. Das wollte ich dir eigentlich jetzt auch schicken, aber schade. Puh. Ich dachte mir nur, geh weg. Das ist doch ein schönes Bild. Nun ja. Je nachdem, was man unter schön versteht, ne? Ich mag Spinnen auch nicht. Also ich bin jetzt nicht arachnophob, aber... Naja. Da ist eine Kuh! Nein. Vielleicht ist es ein getarnter Creeper. Ich war vorsichtig an deiner Stelle. Warum, was soll denn passieren? Ach, warum, was soll denn passieren? Das ist, ich hätte jetzt gedacht, die Kuh wäre eine Falle von dem Creeper. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Nein, da. Ey, komm, jetzt hast du schon deinen Ausguck ausgeleuchtet und verläuft dich immer noch. Ja, weil ich nie nach oben guck. So, und dann würde ich sagen... Musst du was essen. Ja, das sollte ich mal tun.
verbinden wir einfach das Nützliche mit dem Hübschen. Und machen... So wie Minecraft immer. Ich überlege gerade, ich das... Es ist nicht symmetrisch. Ah, nicht symmetrisch. Ich bin selten symmetrisch. Toll! Bah, nicht symmetrisch. Das geht gar nicht. Ich bin selten symmetrisch. Ich bin ein... Ja, ich muss niesen, ich muss niesen. Ah. Warum? Ich will doch gar nicht. Doch nicht. Das ist immer so, wenn man es ankündigt, muss man dann nicht niesen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Was denn du? Ach so. Ach so. Oh Gott, das sieht ja auch aus. Ach, das ist doch nur provisorisch. Provisorisch? Hast du eine Tür vergessen, oder? Ich habe noch gar nicht mal eine Tür. Hm. Könntest du den mal einbauen? Ich sollte mal was essen. Hast du ja noch genug Holz? Ich sollte mal was essen. Das auch, ja. Nom, 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 nom. So, huch. Dann haben wir hier Holz. Da. Und wir haben... Da, da. So, machen wir schön. Ach, jetzt schon mit Glas? Ja, ein bisschen nur. So ein bisschen, weil ich nehme das mal mit, weil Glas ist ganz toll zum Beispiel Lava abdecken. Oder um ein Glashaus zu bauen. Aber wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. Mir fällt auch ein anderer Spruch ein, aber den sage ich jetzt lieber nicht. Du denkst an meine U18-Zuschauer. Ja. Gut. Geht das mir nachher privat erzählen. Ja. Gut. Hier gibt's Bäumchen, Setzlinge. Obwohl Naturschutz, wir müssen ja Naturschutz noch betreiben, ne? Du betreibst Naturschutz, in den Bäume fällst? Nein, ich pflanze dann neu wieder hin. Eventuell. Wenn ich dran denke. Manchmal. Guck mal, du hast auch zwei Knochen, dann kannst du Bone-Meal draus machen. Kannst du einen Mammutbaum bauen. Einen Mammutbaum? Nee, nicht bauen. Wachsen lassen. Einen Mammutbaum. Das wird dann hier sowieso abgerissen, aber zu einer ordentlichen Hütte, also... Vermutlich habe ich vor, Ach, ich dachte, das ist eine Vorstellung von einer ordentlichen Hütte. Natürlich nicht. Ich glaube, ich werde das hier einfach alles zumachen, ne? Mit Holz oder so und einfach nur hier so... Nein. Doch, und hier einfach so eine Tür nach unten, dass ich da irgendwie runterkomme. Ach so. Und dann hier lande und hier weitermachen kann. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Kannst ja unter Wasser... Untergrundhaus bauen. Ja, das ist, ich ziehe zum Beispiel besonders gerne in alte Caves, aber das Problem ist, der Weg dahin ist einfach elendig lang. Also der Weg wieder nach oben. Das ist Holzzeug, wo so schnell kaputt geht. Könnte dran liegen, dass es Holz ist.